bin morgens hier rein, habe meinen Kollegen gesehen, der hat ein Pflaster an der Stirn gehabt und habe gesagt, haben Sie dir den Kopf geschossen? Und dann sagt er nur, ja, heute Morgen um 4. Das Ganze passierte am Dienstagmorgen. Da haben zwei männliche Täter die Tankstelle betreten und haben vom Kassierer Geld gefordert. Das hat wohl dem einen zu lange gedauert und er ist dann ungeduldig geworden und hat zweimal aus nächster Nähe auf meinen Kollegen gefeuert. Jetzt hat man das eigentlich real vor Augen, dass es an jeder Zeit passieren kann. Okay. So. Bitte einsortieren. Ich habe vergessen, Sie sind nicht. Ein, habe ihn gesehen, habe meinen Kollegen gesehen, der hat ein Pflaster an der Stirn gehabt mit so einem roten Pünktchen in der Mitte. Und dann wie locker, wie man ist, ich bin an ihm vorbei und habe gesagt, haben Sie dir den Kopf geschossen? Und dann sagt er nur hinterher, ja, heute Morgen um 4. Dann habe ich mir umgedreht, sei es ist doch ein Scherz jetzt, oder? Ich habe es ja gar nicht erst für bare Münze genommen. Ja, aber es hat sich leider dann doch bewahrheitet. Er war eigentlich sehr gefasst, ruhig wie immer. Gar nicht so, wahrscheinlich hat das gar nicht richtig realisiert. Ja, es war hier ein Pflaster, hat geblutet, war der Überfall, aber er war noch so gefasst. Ne? Jetzt hat man das eigentlich real vor Augen, dass es an jeder Zeit passieren kann. Und gerade sie laufen ja auch noch draußen frei rum. Also man beschäftigt sich mit, die Leute, die reinkommen, wenn die Tür aufgeht, guckt man doch schon eher, was kommt rein, wer kommt rein, wer ist es, was sind es für Menschen. Man beobachtet sie mehr. Ja. Also das hat mich absolut, war Schock. Ja. Dummer, aus dem dummen Spruch wird ernst. Oder war schon ernst geworden. Ja. Das ist schon heftig, absolut. Also das kam mir nie im Kopf. Ich meine, klar, man beschäftigt sich wirklich damit, mit dem Gedanken, kann jederzeit jemand reinkommen, der dir was, eine Waffe vorhält, Messer, sonstiges und Geld fordert. Aber es ist im Hinterkopf, nicht direkt vor einem, dass man sich ständig mit beschäftigt. Ne? Aber es ist schon Angst, es ist schon ein mulmiges Gefühl. Jetzt seit gestern Angst, sage ich mal. Nee, Angst würde ich gar nicht sagen, weil dann dürfte ich wahrscheinlich gar nicht mehr hinkommen. Aber es ist ein mulmiges Gefühl. Es ist immer irgendwo jetzt, es ist nicht gerade im Moment so ein befreites Gefühl, hier zu arbeiten. Es ist ein bisschen angespannt. Super. Ja? Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Danke. Ganz toll. Das war auf jeden Fall ein absoluter Schrecken für mich. Also das war eine Situation, mit der ich auch irgendwie rechnet man mit oder man tut sich mit beschäftigen, aber man rechnet dann doch nicht richtig mit, ne, dass es einen selber betreffen könnte. Es gab ja schon ein oder zweimal Überfälle. Gott sei Dank ist bisher ja nie was passiert. Aber diesmal ist ja schon was anderes, da die Täter die Waffe, die sie dabei hatten, ja tatsächlich benutzt haben auch. Und Gott sei Dank war es ja nur eine Gaspistole oder was auch immer in der Richtung. Keine echte Waffe.
Aber wie gesagt, dass sie sie überhaupt eingesetzt haben, ist schon ungewöhnlich, um es mal so zu sagen. Also ich habe heute Morgen nochmal mit ihm gesprochen, soweit geht es ihm eigentlich ganz gut. Er hat zwar eine dicke Beule auf der Stirn und ein paar Abschürfungen an der Schulter, aber ansonsten geht es ihm eigentlich recht gut, ständig entsprechend. Wir haben natürlich so einen Überfallknopf unter der Kasse, den hat mein Mitarbeiter direkt betätigt und hat dann, da er wohl erkannt hat, dass es keine echte Waffe war, versucht die Täter hinzuhalten, solange bis die Polizei kommt. Das hat wohl dem einen zu lange gedauert und er ist dann ungeduldig geworden und hat zweimal aus nächster Nähe auf meinen Kollegen gefeuert. Das war ja schon richtig soweit. West fehlt auch komplett. Ja. Und da eine weniger geliefert bei der da oben? Ja. Nein. Ja, das Ganze passierte am Dienstagmorgen gegen 4.10 Uhr in einer Tankstelle in der Eisenschmiede hier in Kassel. Und da haben zwei bislang unbekannte männliche Täter die Tankstelle betreten und haben vom Kassierer Geld gefordert. Und hierbei ist auch ein Schuss gefallen, der von einem der Täter, der eine Gas- bzw. Schreckschusspistole mitführte, diesen Schuss abgegeben hat. Also Schreckschusspistolen, da wird halt Pulver durch einen Lauf getrieben und wenn man halt, wie in diesem Fall geschehen, durch aus einer kurzen Distanz diesen Schuss auf die Person abfeuert, dann kann es zu Gesichtsverletzungen kommen, wie in dem Fall auch geschehen. Der Kassierer wurde ja am Gesicht und auch an der Schulter verletzt und es kann schon zu schweren Verletzungen führen. Ja. Die sind beide ca. 1,70 bis 1,80 groß, helle Haut haben sie, sind von sportlich schlanker Statur. Der Täter, der die Pistole mitgeführt hat, hatte eine blau-schwarze Jacke an, eine dunkle Hose und dunkle Schuhe. Und der zweite Täter, der hat eine weiße Plastiktüte mitgeführt und dieser Täter trug eine Jogginghose mit roten Streifen an der Seite am Hosenbein und eine dunkle Hose und graue Sportschuhe. Beide Täter waren meist maskiert.